Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stromgenerator. So, vor einem halben Jahr habe ich ein Video von meiner Mini-Klimaanlage rausgebracht. Die hat sich bis jetzt wirklich stark weiterentwickelt, aber das Video kommt erst im Sommer. Dazu passend jetzt zum Winter habe ich diese Mini-Heizung. Tut mir auch leid, dass ich so wackel, mein Stativ ist kaputt. Ich brauchte mal ein neues. Und zwar ist es mein Problem, dass ihr wisst ja, ich mag Wärme eigentlich gar nicht. Aber, also deswegen lasse ich halt im Winter die Heizung in meinem Zimmer auch aus. Im Sommer natürlich sowieso. Manchmal ist es aber auch 16 Grad in meinem Zimmer und das ist dann wieder zu wenig. Wenn ich dann die große Heizung anmache, das reicht schon, wenn sie auf 2 ist und dann dreht die komplett durch und dann ist es mir viel zu warm. Also habe ich diese kleine Heizung gebaut, die ist genug. Die verbraucht 120 Watt Strom. Kann über Steckdose als auch über eine Autobatterie betrieben werden. Das Beste ist jetzt, da drin ist kein Draht. Kein Draht, der anfängt zu glühen und somit viel Strom verbraucht. Das hier ist eine, ja, nee, also drahtlos ist es auch nicht. Aber da drin befindet sich ein Peltier-Element. Ich denke mal, dass ihr alle wisst, was es ist. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Ein Peltier-Element ist zum Beispiel in diesen Teilen drin, in den Kühlschränken. Aber wenn man da, das ist so eine Platte aus, so würde ich sagen Porzellanplatte. Wenn man da Strom drauf gibt, wird die eine Seite sehr kalt und die andere Seite sehr warm. So, und so ein Element gibt es in allen verschiedenen Größen und Stromklassen. Ich habe hier, ich mache mal auf hier, normalerweise ist es zugeklebt. Das Peltier-Element ist genauso groß wie dieser Kühlkörper hier. Und die kalte Seite ist hier oben und die warme Seite geht auf dieses extrem große, auf diese großen Kühlrippen hier von einem Computer. Das heißt, da wird die Wärme sehr gut geleitet. Ja, hier drunter befinden sich zwei große PC-Lüfter, diese etwas größeren, also nicht die Standard, sondern die etwas größeren. Ich glaube 120 mm, 120 mm, ja. Ich bin mir nicht sicher, aber zwei davon. Also hintereinander. Hier hinten wird es dann eingesaugt und wird dann hier vorne durchgedrückt. Und jetzt funktioniert das so. Das Peltier-Element braucht 12 Volt und bei Vollleistung ungefähr 6 Ampere. Da braucht man natürlich einen großen Trafo. Der befindet sich hier drin. Hier ist nämlich die ganze Technik. Der Ringkerntrafo sitzt hier unter dem Ventilator, weil der sehr warm wird. Das heißt, hier ist ein Ringkerntrafo, den habe ich von Poly bestellt. Und der Ventilator kühlt den Ringkerntrafo. Der Gleichrichter da drüben wird aber auch sehr, sehr heiß, weil das ist schon eine ordentliche Leistung. Deshalb ist hier so ein Papier. Luft wird hier oben eingesaugt, kommt unten raus, kühlt den Ringkerntrafo. Und die etwas erwärmte Luft geht dann gegen den Gleichrichter und dann da hinten durch die Löcher nach draußen. Und durch die Löcher wird frische Luft eingesaugt. So, nach dem Gleichrichter geht es dann weiter in diesen extrem großen Filterkondensator. Der hat 25.000 Mikrofarad. Ja, okay, das ist nicht übertrieben. Der reicht trotzdem nicht. Deswegen habe ich hier nochmal eine Bank von, ich glaube, 9.800 Mikrofarad. Ja, also schon mal genügend Kondensatoren hier drin, die das filtern. Und da drunten auf diesem Board ist dann die Elektronik, da ist einmal ein Relais, weil mit diesem Schalter hier schalte ich das Peltier-Element ein und wo ich das nicht wusste, dass das Ding so viel Strom braucht, habe ich den Schalter eingebaut, habe ich es eingeschaltet, ist mir der Schalter abgeraucht und ich konnte ihn nicht mehr ausschalten, weil er eben ja geschmolzen ist innen drin. Also ist da unten ein Relais, das schaltet das Peltier-Element. Dann ist unter diesem kleinen Kühlelement, wenn man das sieht, der 7805. Weil ich kann über diesen Regler hier die beiden Ventilatoren kontrollieren. Ja, die beiden Ventilatoren brauchen zusammen ungefähr 500 mA. Und dieses Teil wird da unten etwas warm, aber der Ventilator kühlt den, das ist genug. Sollte aber irgendein Fehler sein und der wird sehr warm, dadurch ist da oben ein Thermostat drauf. Der schaltet bei 80 Grad ab. Nur aus Sicherheit. So, und was man auch schon gesehen hat, hier ist ein Display. Das ist ein Temperaturmessgerät, ein billiger Bausatz von Konrad. Und zwar ist der Fühler, den sieht man hier. Moment mal, ich zeig mal eben mit einem Messer drauf. Hier ist der Temperaturfühler. Ich weiß, dass der Heißkleber da eigentlich nicht hingehört, aber das funktioniert gar nicht so schlecht. Der ist mit dem Heißkleber auf das Element draufgeklebt. Und das funktioniert sehr gut. Die Kabel gehen dann hier zu diesem Modul. Das Modul ist über ein 7809 an die Spannungsversorgung hier angeschlossen und zeigt mir dann die richtige Temperatur an. Was ich noch vergessen hatte, da unten ist noch ein Netzfilter. Da unten. Und da ist jetzt der 12 Volt Eingang. Der ist hier. Da kann ich eine Autobatterie anschließen.
12 bis 15 Volt, maximal 10 Ampere. Da war vorher ein anderes Peltier-Element drin, das hat 7 Ampere gebraucht. Das ist durchgebrannt. Jetzt habe ich ein eins drin, was 5 Ampere braucht, deswegen steht da 10 Ampere. Jetzt kann ich hier schalten von 230 Volt oder 12 Volt. Das Ganze geht dann hier noch in der Sicherung und von da aus halt einfach in den Kreislauf. Hier ist noch ein Ampermeter, das zeigt mal an, wie viel Ampere ich verbrauche. Da ist es einfach folgend gemacht. Hier durch dieses dicke Kabel kommt Plus, wird hier unterbrochen und fließt durch diese beiden Spulen, geht dann weiter. Und an diesen beiden Spulen ist das Drehspulinstrument angeschlossen. So funktioniert nämlich ein Ampermeter mit Drehspulinstrument. Und diese Dioden hier sind für die Autobatterie Versorgung, damit da kein Strom rauskommt. Ja, ich würde sagen, ich rede hier nicht mehr lange rum, sondern ich führe das Teil mal vor. Machen wir mal die Klappe zu. So, das hier ist ein altes Kabel von einem Industriestaubsauger, also das ist lang genug. So, und jetzt schalten wir es mal ein. Man sieht hier 18 Grad. So, und jetzt sind wir noch fast bei 0 Ampere und jetzt schalte ich mal das Peltier-Element ein. So, wir sind bei 5 Ampere. Können wir mal reinsehen, der Ventilator dreht sich, leuchtet ein bisschen was, aber spektakulär gibt es ja eigentlich nichts drin zu sehen. Hier sind die ganzen Daten, wann ich das Teil gebaut habe, also am 28.07. habe ich angefangen das zu bauen und die ganzen Daten sind immer wieder Änderungen und Verbesserungen von diesem Gerät. Man sieht hier, es steigt. Wenn ihr jetzt nicht euch das hier, wenn ihr jetzt nicht warten wollt, bis das Teil warm ist, spult einfach ein bisschen vor. Ich komme mit dem neuen Schneiderprogramm noch nicht so klar, deswegen werde ich das hier nicht schneiden, weil das einfach ziemlich umständlich ist noch. Also bei ungefähr 35 Grad sollte man dann den Ventilator einschalten. Und ja, also über 45 Grad sollte es auf gar keinen Fall gehen, weil dann brennt irgendwann das Peltier-Element durch. Da müsst ihr sehr aufpassen, die sind sehr empfindlich. Hier sind die ja immer, in den Kühlschränken sind die immer sehr stark gekühlt oben. Da will man ja nicht die Wärme haben, sondern da will man ja die Kälte. Aber Kälte gibt es im Überfluss. Also ich habe hier mein Messgerät, mein Temperaturmessgerät mal. Und damit können wir mal messen, wie kalt das hier ist. Ja, wird schon ziemlich kalt da oben. Ah, jetzt bin ich verrutscht. Ja, minus 2, da bin ich hier auf diesem Teil drauf. Minus 3. So. Minus 4 Grad. Und hier sind wir schon bei 32 Grad. Das muss noch ein bisschen steigen, damit wir auch gute Luft haben. Man sieht, das ist ein bisschen gesunken, weil je wärmer das wird, desto weniger Strom braucht es, aber irgendwann braucht es eben gar keinen Strom und dann ist es durchgebrannt. Mit dem 12 Volt muss ich aber nicht vorführen, ich hoffe mal, das glaubt ihr mir, dass das auch mit 12 Volt funktioniert. Jetzt sind wir bei 35 Grad, ich stecke diesen Temperaturfühler da rein, hier in die Kühlrippen und dann schalte ich den Ventilator ein. Oh, und der Luftauslass 50 Grad. Ja, es sinkt wieder, ich weiß, es ist ein bisschen viel Luft jetzt gerade. Und wenn man, sobald man den Ventilator wieder etwas kleiner einstellt, ja, steigt das Ganze auch schon wieder. Ja, gut, jetzt sinkt es. Aber wenn man auf Stufe 2 vom Ventilator bleibt, bleibt es ungefähr hier bei 35 Grad und somit hier bei ungefähr 47 Grad. So, und wenn man dann fertig ist, damit das Peltier-Element nicht beschädigt wird, aus und dann muss man hier auf die Stufe 4 gehen und dann wird es runtergekühlt. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, dass ich euch eine Idee gegeben habe, wie ihr euch das, also wenn ihr es nachbaut und Fragen habt, schreibt mir einfach an. Ich versuche euch zu antworten, das ist halt ein bisschen schwer, weil YouTube zeigt mir das leider irgendwie nicht an. Deswegen muss ich da immer wieder schauen, das mache ich nicht jeden Tag. Ja, aber wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yo!